Du drehst dich einmal mit einer Aktion Position, hast noch zwei. Nee, dann hast du noch einen Angriff. Oder nee, Naja, er steht ja neben du hast dir mir. eine volle dritte Achso. Aktion gekauft, ne? Das ist kein beidhändiger Kampf. Nee, dann passt das schon. Nee, passt das nicht. Wenn du eine Also Aktion. ich. Ja, solange du die in der Hand hast, dann ist es sogar so eine ganze dritte Aktion. Du hast recht, Entschuldigung. Ja, dann würde ich ihn jetzt erstmal einmal hauen. Also, wenn er nicht Ja. pariert, kriegt er jetzt 17 Schaden. Muss gerade gucken, mit was er pariert. Ich glaube, er benutzt die Peitsche. Ich glaube, mit Peitschen kann man gar nicht parieren. Ne, das stimmt. Er muss mit dem Beil parieren. Ne, das hilft alles nichts. Du musst seine Sachen parieren. Ja, dann. 17 Schaden machst du. Ja, aber gehen nur auf Dämonen 15. parieren nicht. Die haben keinen Überlebenswillen. Ja, aber es hat noch niemand, der ist eigentlich jetzt gerade auf 30. Genau, er ist auf 30. Also fällt er auf 15. Weil zwei Warte Rüstung hat er. kurz. 30, genau, die hat eine 5er Rüstungsschutz. Ach, Nee, 5er. Okay, sorry. gar kein. Entschuldigung, das war der Askard. Ein 5er. Hast du. Dann ist er jetzt noch auf 13, ne? Ja, ich weiß noch nicht, wie man das ändert, ehrlich gesagt. Gerade schon. Ah, perfekt. Gut, Rafim hat seine erste Aktion, seine zweite Aktion. Komm, Geras, mach ihn kalt. Geras? Ja, ich möchte auf ihn zutreten. Schaffe ich das mit einer freien Aktion? Zwei Schritte? Zwei freie Zwei Schritte, Aktionen. genau. Zwei freie Aktionen. Ich möchte drei Attacken auf ihn raufballern. Ja, Junge. Mit einer Erster trifft. plus 8. Das ist getroffen. Nächste. Ja, das war's schon. 13, das reicht. Dann beschreibt die Situation. Ja, ich trete auf diesen Feind zu, sehe, dass er Rafim in den Rücken geschlagen hat. Sehe, wie Rafim sich umdreht, ihm einmal mit seiner riesigen Waffe hineinrammt. Trete an die Seite des Heshtots und nehme beide meine Rapiere. In einer schnellen Abfolge ramme ich ihm den ersten rein, den zweiten rein, dann den dritten, spieße ich ihn auf und trete dann einfach wieder zurück und lasse ihn zum Boden gleiten. Die Dunkelheit klärt sich langsam auf. Aber wir haben noch Geräusche gehört, das ist richtig, oder? Sonst nichts, nein. Ach so, okay, sorry, dann habe ich es falsch verstanden. Die Dunkelheit klärt sich Jemand, der langsam jetzt gerade so auf. hier draußen steht, schaut sich mal draußen vor allem um. Der Geruch bleibt da. Das ist dir auf alle Fälle jetzt aufgefallen, dass ich so ein bisschen konzentriert in die Dunkelheit gelauscht. Die Dunkelheit geht jetzt langsam, löst sich auf, aber der Gestank bleibt. Ich steche noch ein bisschen in Wolfhard die Hand der Rache rein. Also, sicherheitshalber. Ich gehe mich mal umschauen, was es hier sonst noch so gibt. Ich bleibe in der Nähe von Isabrunn, in der Nähe von ihrer Kuppel. Ich trete mal näher an diesen Leichnam rein. Ich vermute mal, der wird irgendwo da irgendwo hängen oder wo hängt der? Hier. Ah. Ist das auch ein separat abgetrennter Raum mit einer kleinen Treppe oder? Genau, so ein kleiner Raum. Du kannst dann noch sehen, wie da wohl irgendwie sowas wie ein Bett steht, ein Fenster und ein Schemel, der umgetreten ist. Ja, schwingt leicht aufgehängt im Raum. Ja, dann würde ich immer losschneiden. Also den Säbel ziehen und den Strick durchtrennen, der ihn sozusagen hält. Ja, ist auch schon komplett steif. Also, du kennst dich mit der Anatomie nicht ganz aus. Du weißt, dass es wohl sowas gibt wie Totenstarre, dass die geht, dass die kommt, dass die wieder verschwindet. Also er ist auf alle Fälle starr, aber was das jetzt bedeutet, weißt du nicht genau. Es knackt einmal und du merkst wohl, wie die ja, Füße nicht gebrochen sind, aber da haben sich jetzt wohl gerade sowas wie ein Blutgerinnsel gebildet und ja, er ist vollkommen blau. Okay. Ja, ich würde ihn mal auch auf den Bauch drehen. Die wahrscheinlich die Seiler, die ihn auf den Rücken halten, die Hände auf den Rücken halten, durchtrennen und mir vielleicht eine Decke schnappen von dem Bett da und über ihn ausbreiten. Und das kommt von hinten, es scharrt. Ich bin aber hinter Isarun, ne, Frosty? Ich glaube, wir hinterher im Haus. Irgendwas scharrt hier, hört mal.
könnte das hier kommen? Guck mal durch das Loch im Boden. Sehe ich da unten irgendwas? Also im Keller? Vielleicht vom Innenhof? Vielleicht vom Innenhof? Schau doch mal hinter der Theke. Ja. Ja, danke. Ja, ich gehe mal hinter die Theke. Ja. Da hat der ja vorher gestanden. Auf ihm blickt sich auch um. Kiaras tritt heran und ihr könnt dort sehen, eine riesige Gestalt, ein schwarzer, brennender Greif. Immer erkennt diese Kreaturen schon aus Yol'Gurmak. Ein gefallener Greif. Genial. Groß, mächtig, brennend, schlingend. Guckt er euch aus glühenden Kohlenaugen an, durch das Fenster direkt in eure Seelen. Und ich dachte schon, das wird langweilig, nicht wahr, Rafim? Du merkst, Rafim führt nur einmal seine Hand zu seinem Mund, küsst die einmal. Koa, heute kommen wir zu dir. Und dann schau ich mal unsere Magier an, dass die sich bewegen. Ja, so gut es geht. Ich achte dann darauf, dass alle dicht bei mir bleiben und dann nicke ich meinen Kameraden zu. Wollen wir? Für Koa. Für Koa. Für Helena. Für Raya. Lasst uns diese Schändlichkeit vom Angesicht deres tilgen. Ist das hier ein Fenster oder ist das auch eine Tür? Ich glaube, das ist ein Fenster. Also genau, das Fenster das geht hier dann die da durch. Kleine Stiege nach links, könnt da runtergehen und dann in den Innenhof treten, genauso. So ein Gänsemarsch. Kann man das Fenster öffnen? Also so ein Laden oder... Das ist ein Holzladen, genau. Den könntest du auch öffnen und dann da ordentlich durchgucken. Dann würde ich mal hier hinstellen und die Fenster nach außen aufstoßen. Ich weiß nicht, ob ich von seinen Aufmerksamkeit gesehen hatte. James Bond. Ja, wir machen weiter mit der Initiative. Ich bin auf der 17. Erste Kampfrunde. Ich beginne mit einem... Na, ich bleib stehen. Arrogant wie ich bin, bleib ich stehen und warte auf Attacken von euch. Ja, ich bewege mich so in seinen Rücken und dann hau ich ihn zweimal. Dann gebe ich ihm, warte mal, Rücken ist 5er Wuchtschläge, richtig? Du kriegst wahrscheinlich gegen Dämonen gar keine Rückenerleichterung. Das ist schade. Sie Seite zur Zeit. Ja, aber das gegen Dämonen teilweise, weil die haben die rundum Sicht durch diese Astral, die haben eine Astralsicht. Die haben die keinen Rücken und keine Seitenboni. Genau. Okay, Untote haben ja sowas auch nicht. Ich gehe trotzdem dahin, dann ist ja eh wurscht. Ich gehe trotzdem jetzt dahin und hau ihn einmal. Ja. Ja, ich versuch's mal mit einem annehmbaren 5er Wuchtschlag. Oh Gott sei Dank. Ja, pariert er das? Weicht er aus? Vermutlich nicht, ne? Kannst du schon mal den Schaden würfeln? Ich guck gerade mal, was der für eine Parade hat. Hat eine Parade auch von 9 und ich glaube nicht, dass ich das benutzen will. Nee, ich greife dich dann an. Also warum soll ich auf eine 9 parieren? Das ist Blödsinn. Ja, da kriegt er 16 Schaden. Wie viel auch immer da bei ihm durchkommen. Hoffe ich kritte ein bisschen. 16 Schaden, 5er Rüstungsschutz. Du hast eine geweihte Waffe, dann sind das auch kompletten 16, sind 11, kannst du ihm abziehen von den 50. So, bist du dann, so nett, Johnny? Mach ich. Dann hat Rafim zweimal gehandelt, möchte Abel mir noch was tun, sonst... Ja, ich will ein Reversalis aus dem Stab zaubern. Ist eine +7-Probe. Ein Reversalis aus dem Stab. Hm. Deine +7-Probe ist das nicht gelungen, du hast aber einmal Glück. 19. Achso, ich habe ja auch die falsche gerade gewürfelt, die gerade schon aus gleiche Wert. Ist egal. Das die Rhetorik kann das genau. Also könntest du die 19 nachwürfeln mit Glück. Dann mache ich das. Ja, gelungen. Dann ist es gelungen. Dann hast du jetzt ein Reversalis aktiviert. Erste Aktion. Genau. Habe ich die zweite Aktion gleich daher, oder? Ja. Wenn du willst, hau rein. Dann würde ich den Enifaxius hinterher würfeln, auch aus dem Stab. Der reversalisiert ist ein Aquafaxius oder ein... Genau. Es ist ein normaler Enifaxius, aber durch den Reversalis vorher wird er umgedreht sozusagen. Genau, hätte ja auch sein können, dass es jetzt ein Heilstrahl wird oder sowas. Wie lange dauert der Zauber, ist viel wichtiger. Aus dem Stab eine Aktion. Ja, okay. Zum Stab? Ja. Jetzt kannst du scheitern oder ist es beide weg?
Gut. Diesmal ist jetzt noch nur plus 2, plus 3 sind plus 5. Ja, ja. Die Frage okay. ist jetzt, wie viel Erschwernis zur Überbrückung deines Ignifaxes hast du einberechnet, die er überbrücken kann? Wie als wenn er gegen einen Ergen kämpfen musste. Wie viel Erschwernis hast du einberechnet in deinem Dokument für den Ignifaxes? Hier steht drin noch plus 3 für die Variante mehrerer Ziele. Gut, dann reicht es bei weitem nicht. Denn alle Dämonen geben dir Erschwernisse bei direkt Kampfzaubern, das müsste man wissen. Nein. Du würfelst ganz normal, Geisterpanzer ist schon drin, aber du würfelst ganz normal den Schaden und ich ziehe dann erstmal den Geisterpanzer von den Schaden ab. Das ist ein Erschwernis auf den Zauber. Auf den Zauber? Ja. Der Geisterpanzer ist, also entweder du wirkst direkt gegen sie, wenn sie sowas haben wie Merkmal Einfluss, Hellsicht, Herrschaft. Das ist aber nicht direkt gegen sie, sondern du holst erstmal den Ignifaxius raus. Aber der Ignifaxius ist direkt gegen sie. Ja, aber dann schießt du den und den Schaden, wenn du jetzt, weiß ich nicht, 15 Schaden machst, dann ziehe ich davon die MR ab. Das wird auch gleichzeitig noch als Erschwernis auf die Probe. Dann kriegst du das ja nie raus. Genau, deswegen musst du ja auch ein unheimlich guter Kampfmagier sein und also so mit Stabzaubern vergessen auf Dämonen. Das ist krass. Deswegen ist der Geisterpanzer auch so bösartig. Aua. Ja, das tut mir leid, aber mir den hätte ich dir gegönnt, aber unser Johnny lässt es nicht zu. Gut. Ja, du merkst, wie er dich verachtend ansieht. Geisterpanzer. Ich kann es auch vorlesen. Ja, machen wir mal. 233 Wege der Zauberei. Die MR des Wesens zählt als Probenzuschlag für alle auf das Wesen gezielten Zauber mit dem Merkmal Schaden. Krank. Du merkst, wie du mit den Kohlenaugen gemustert wirst, verachten. Du klockst ein zweiteres Mal mit dem Stab auf den Boden, hast gerade den Reversales aktiviert, willst gerade den Wasserpfeil sprechen und du verzweifelst einfach. Wenn du in diese Glutkohleaugen blickst, du weißt, dass 20 weitere warten und kommen und dich und die anderen Geräte vernichten werden. Es gelingt dir einfach nicht. Die MR dieses Wesens ist 15. Geht weiter. Kiras. Ja, ich gehe auch mal das Ding zu und will es schlagen. Ja. Na, ich glaube, ich muss Position benutzen. Natürlich. Oder ich muss laufen. Ich gehe dann direkt auf die andere Seite. Das war eine Aktion. Habe ich noch eine. Zwei genau. Angriffe. Ich habe weiterhin den Kampf, ich habe zwei Angriffe noch. Ja, aber wenn du eine Aktion Position benutzt, dann hast du keine zwei Angriffe. Oder drei Angriffe. Na gut. Habe ich schon mal erklärt. Bei Rafim sind Waffenmeister was anderes, weil es eine ganze dritte Aktion ist. Keine Waffenaktion. Okay. Dann greife ich ihn. Sehr gut. Offensive. Mhm. Ja, ich hatte mir eben die Parade aufgespart, dann werde ich die doch mal benutzen, weil ich nicht mehr angreifen kann und darf. Bei 2 ist es geglückt. Wow. Kriegt er trotzdem halben Schaden? Wegen natürlicher Waffen? Ja, Krallen und Schnabel. Ich weiß nicht, ob das natürliche Waffen sind. Beim Dämon vermutlich nicht. Nein, das sieht die zählen ja mit der Parade immer als Ausweichen. Achso, die Parade ist ausweichen, ja, das stimmt. Das bei denen immer ausweichen, ohne jede weitere Diskussion und weitere Dinge wie Positionierung oder so ein Scheiß. Stimmt, gut, dann Iserun, 20. Ja, ich, wieso 20? Ich bin auch 21. Aber egal. Ich bewege mich auch in den Raum mit Position und stelle mich so hier zwischen die beiden. Ja. Damit die dann auch noch durch die Kuppel geschützt sind. Das gucke ich mir gleich an. Wenn der in der Kuppel steht, dann bringt das, glaube ich, sogar nichts mehr. Ich wollte gerade sagen, also du kannst ihn nicht verdrängen. Du läufst dann halt gegen ihn gegen. Also ja, das macht natürlich nicht so viel Sinn. Gegen großen Gegner können wir gerne gegen den Vergleich in der Körperkraftprobe schmeißen, aber er ist halt groß, ne? Also er ist halt, kannst du ihn mit dem Stier kannst du ihn dir vorstellen oder ja, Stier groß halt. Ja gut, dann werde ich mich so hinter Kiaras stellen, damit ja, der Abel mir nämlich auch noch mit da rein damit kann. Ömer mal schießen darf, genau. Aber so decke ich dann ja. Drei Leute ab, plus mich. Gut, dann hast du dich positioniert, noch was? Drei, ja, nee, also zwei. Ich würde halt gerne angreifen, aber nicht auf die Distanz. Ömer.
Ja, eine Aktion Position. Erste Aktion von zwei, die ich zum Nachladen brauche. Der Pfeil liegt schon auf der Sehne, deswegen sonst wären es drei. Und damit ist meine Runde beendet. Ich lade nach, um auf den Erhalten zu... Ich habe leider nur eine Regeneration 1 und nicht 2. Das werde ich nochmal ändern, aber... sind 4 Lebenspunkte, die ich bitte von Johnny dazu bekomme. Nächste Kampfrunde. Jetzt darf ich auch mal ordentlich reinballern. Ja, ich zieh vor. Zieh's vor. Delish, Delish. Machen wir nochmal Fuffer-Wucht-Schlag. Gucken wir mal, wie das ankommt. Geht durch. Mhm. Schaden. Sind 18 Schaden. Minus 5? Ah, nee. Plus 5, ja. Ist ja noch der Wuchtschlag drin. Achso. Mit 18 Schaden. Also kommt 13 durch, ist er auf 30 wieder runter. Genau, richtig. Wenn du immer einen 5er Wuchtschlag machst, dann ist immer die Rüstung weg. Achso, ist korrekt. So, dann ist dein erster Angriff, findet dann 8 Runden später statt, also 8 Initiativephasen später, dann darf ich dich erst angreifen, aber wir gucken uns mal an, ob Kiaras oder Isarun oder Abelmir. Ja, dann mach ich auch meinen ersten Attack auf ihn. In was für einer Distanzklasse stünde ich jetzt? Also Taufzweig? Aktuell kannst du in B kämpfen. Kannst auch näher herantreten, ne? So mit 3 Meter... Dein eigener Guardianum ist ja gerade im Weg. Genau, also S würde ich halt mit dem Magierstab hinbekommen. Ja, letztendlich nicht komm, S würde ich dir auch zulassen. Auf P kann sie ja auch, die kann ja mit plus 6 erschweren. Das geht ja. Ja, aber das ist auch voll dumm. Also ich gestehe dir, einen S gestehe ich dir zu. Attacke ist gelungen. Ah, sehr gut. 13. Soll ich im 8 abziehen? Mach mal. Mit meinen anderen beiden Attacken müssen warten. Aber mir immer. Dann bin ich dran. Ja, ich ziehe nicht vor. Kann ich da noch angreifen? Eine Aktion dürft ihr vorziehen, sonst müsst ihr zugucken, was ich jetzt raushaue. Ich würde gerne aus dem Fenster hier hüpfen, wenn es geht. Mhm. Dann bin ich da. Genau, kommst du in den Guardianum rein und währenddessen versuche ich mal so an Kiaras vorbei auf den... ihr Hulk zu hauen. Wenn du auf S kämpfst, müsste das gelungen sein, oder? Denke ich doch. Ja, gut. Er hat eine... Ich glaube... Ist das ein sinnegeweihter Stab? Nee, das ist ein ganz normaler magischer Stab. Den Schaden auswürfeln. Und dann werde ich jetzt mal überlegen. Ich glaube, ich mache erstmal. Ja, Kiaras hat eine Kuppel um sich herum, ne? Dann muss ich Rafim angreifen. Also, wenn er das. Ja, okay, ja, er ist ein magisches Wesen, er wird das sehen. Ja, wie gesagt, er hat Astralsinn und Lebenssinn und so ein Blödsinn. Ich greife mit dem Schnabel an. Ja! Sehr guter Junge. Meine erste Attacke, dann dürft ihr eure Attacken machen, sonst kommen noch 3 weitere dazu. Ja, ich will nochmal einen Fuffer-Wuchtschlag drauf, mein Junge. Ömer wird nochmal einen Schritt zurück machen, der ist ja auch einmal vorher dran gewesen jetzt hier. Ja. Warum zurück? So ein Schritt. Weil die Dinge explodieren, würde ich sagen. So, das meinst du. Also eine freie Aktion, ich würde 2 freie Aktionen, Schritt zurück zu machen und dann lade ich lieber diese Runde nach und ziel nochmal. Dass ich sozusagen nächste Runde schießen kann, aber wer weiß, ob es eine nächste Runde gibt, oder sie nicht bis dahin explodiert. Nee, der ist schon tot. Ich krieg jetzt voll den Ignifaxius in die Fresse. Nee, Ignisphero, Freund Nase. Ja, ich kenne den Unterschied nicht, deswegen ist das für mich nicht so dramatisch. Das wirst du dann schon kennenlernen. Das befürchte ich auch. Ja, der Ignisphero Feuerball wird mit ZFP 0 gesprochen, sind nur 5W6. Oh, das überlebe ich ja sogar. Das wird in den Rüstungen schnell zu machen. Nur 17. Und ja, es wird 17 natürlich. Auf eine Stelle? Also macht das Wunden oder macht das keine Wunden? Ja, das macht Wunden und wenn du Wunden kriegst, dann ist das auch unheiliges agrimonisches Feuer und die Sekundäreffekte können wir uns auch nochmal angucken. Ja, warte mal, 17 Schaden bei einer. Der Irrhulk wird von Kiaras und Rafim derartig penetriert und von verschiedenen Seiten angegriffen, sodass er
in sich hinein eine kurze, ja, er verformt sich zu einem Ball, der kurz pulsiert in der Luft. Er erinnert sich so ein bisschen an, zumindest Keras, an dieses heilige Licht von Praios, was du gesehen hast. Dann wächst dieser Ball immer weiter an, zerfällt wieder in sich zusammen und dann eine gewaltige Explosion, die jetzt die Mauern hier zerreißt, die euch hier verschiedene Schutt- und Trümmerteile entgegenpustet. So, wie sieht's aus? Rafim kriegt die vollen 17? Ja, also wenn Rüstung nicht hilft, klar. Rüstung würde beim Ignisfero meines Wissens auch zählen. Okay, dann brauche ich eine Trefferzone. Ja, würfel mal selber aus. Oh, Kopf. Ja, mich hat's gerade umgekehrt. Also erstmal wird deine gesamte Rüstung um einen Punkt reduziert am gesamten Körper an allen Stellen, weil du jetzt total das Feuer eingehaut hast. Der 17. Kopf. Also wir wollen. Aber der Kopf kriegt ja sozusagen die Wunde. Warte mal, aber hier, da benutze ich Glück, um das nochmal neu zu würfeln. Ich brauche jetzt keinen doppelten Schaden. Na Moment, also wir haben doch schon gesagt, dass wir im Kampf sind und bei Kampf, Kampfglück darf nicht gemacht werden, ja, weil da benutze ich mein Schicksalspunkt. Bei bewaffneten Kampftalenten. Ja, da benutze ich mein Schicksalspunkt. Das ist mir auch genauso recht. Bei mehr als 10 erlittenen TP sinkt der Rüstungsschutz entsprechend dem Ignifaxius-Zauber. Genau. Okay, also kriege ich 17 minus meine linke Beinrüstung, das sind 6, das sind 11, dann kriege ich keine Wunde. Ja, gut, dann hast du keine Wunde bekommen und alle deine Rüstungszonen, weil du ja komplett im Komplettkörper da reingehüllt bist, sinkt um 1 an allen Stellen. Genau. An denen das Feuer nicht rankommt, das ist ja dein kompletter Körper in dem Fall. Ja, der Guardianum von Isarun wird weggebrannt und ihr schaut euch an. Rafim, geht's dir gut? Abelmir steht auf alle Fälle auch hinter dem Guardianum. Hat der Guardianum denn noch genug Power von Isarun? Das müssten wir uns mal angucken, aber wahrscheinlich also, schon, das ist schade. Nach den Attacken vom Hashtag bin ich bei 10 Punkten Schildstärke noch. Dann kommen noch 7 durch an alle. Siehst du, da kommt noch was durch. Yay, sieben Punkte. Ja, 7 Punkte kommen. Zählt das als Unfeuer? Das ist Unfeuer, ja. Ja, in dem Fall ist es nämlich so, dass 7 Punkte direkter Schaden einen Punkt Schildstärke verbrauchen. Ist es direkter Schaden? Ja, also ist es ein Ignisfero, also eigentlich. Da ist nichts mit 7 zu 1. Ich dachte, 7 zu 1 wäre, wenn du. Doch, ich glaube schon. Also, ich glaube, dämonischer Schaden ist 7 zu 1. Jeder gezielte dämonische Angriff gegen den Schild verbraucht einen Punkt Schildstärke pro 7 angerichteter TP. Ein dämonisch verseuchter Ignisfero? Doch, ich würde schon sagen. Also, es ist ja kein Fulminictus. Das ist direkter Schaden. Ignisfero ist ja auch. Also Merkmal ist halt. Es geht nur darum, ob du jetzt der Zauber hat ja jetzt sozusagen Merkmal Schaden und Merkmal Feuer, also Elementarfeuer, oder Elementar, hat der Schaden und Merkmal Agrimod hier Agrimod. Es ist kein Schaden, es ist kein Merkmal Dämon, das ist Elementar Agrimod. Nee, Agrimod ist nicht Elementar. Entweder AGM oder Feuer, also Elementar. Kannst nicht beides haben, aber genau. Wenn es Unfeuer ist, dann wirkt auf jeden Fall der dann, Schild dann gegen Dämonen. Dann sind auch die 7 zu 1. Voll. Ja. Genau. Ja, hast du recht. Ja, okay, dann wird der Schaden, also der Schild wird weggebrutzelt, du brauchst ihn jetzt ja nicht mehr. Abelmir steht auch außer Reichweite und Ömer kann dann noch ein bisschen wegspringen. Du bist 9 Meter entfernt. Wie gesagt, Trümmerteile, ein paar flufftechnische Trümmerteile, die dir entgegenfliegen. Die Tür wird aus den Angeln gesprengt und du springst hinter einen Tisch ohne eine Probe. Punkt. Fertig. Oh. Ich liebe diese Dinger. Davon will ich nochmal einen töten. Habt ihr gesehen, wie der explodiert ist, der Hurensohn? Spektakulär, ja. 19 gibt's noch. Ihr seid verrückt. Rafims Rüstung ist komplett rußverschwärzt. Die Lederteile kokeln noch ein bisschen. Bestens, aber vielleicht sollten wir Rafim löschen. Ich wünschte, ich hätte mitmachen können. Was eine Schlacht. Der nächste gehört hier. Aber ich hatte jetzt auch irgendwie mehr erwartet. Es ging überraschend schnell, ja. Alles okay. Der ganze Raum ist reingezogen. Der ganze Boden blüht ja noch hier. Was wollten diese Wesen hier?
dieser Partie. Hat er doch gesagt, ich glaube, das waren diese blöden Männer, die sich mit dem Karfeng treffen wollten. Das kann gut sein, ja. Aber haben sie wirklich gedacht, dass sie statt kampflos übergeben? Vielleicht nicht. Vielleicht wollten sie einfach nur irgendwelche Diplomaten einfangen und als Trumpfkarte auswürzen. Vielleicht haben sie darauf gehofft, dass das Schauspiel in Wehrheim so schrecklich war, dass wir tatsächlich einfach aufgeben. Naja, Karfeng wollte sich ja ergeben, also. Vielleicht hatten sie ja wirklich auf mehr Verräter gehofft in unseren Reihen. Wie dem auch sei, die Gefahr ist jedenfalls erstmal gebannt. Aber eins war schon kurios. Was? Der Feind glaubt, Ohaya lebt. Naja, sie wurde von einem Trümmerteil zerstört. Gefühlt Kilometer von ihrer Festung. Ich nehme an, dass sie noch davon ausgeht, dass sie lebt. Wir sollten nicht hier darüber reden. Das ist richtig. Wir wissen doch, dass er der Mann ist mit dem Stab der 1000 Augen. Ah, ihr habt nicht unrecht. Wir sollten erst einmal nachschauen, was dieser Wolpert dabei hatte. Ja, und vielleicht verbrennen. Ja, wenn ihr euch ihn anseht, wie gesagt, er ist ein sehr schmächtiger, blasser Mann, wässriger Blick ehemals, die könnt ihr jetzt natürlich nicht mehr erkennen, weil sein Gehirn und auch die Augäpfel in den Keller getreten worden sind. Hat ein Magiersiegel von einem freien Lehrmeister, den ihr bisher noch nicht irgendwo gesehen habt, also er kommt nicht aus einer richtigen Akademie, sondern wie gesagt wurde irgendwo frei ausgebildet. Hat auch mehrere Paktmale, ist also definitiv ein Blackeratz-Paktierer gewesen. Wird euch äußerlich nicht unbedingt anzusehen, aber körperlich kann man die Beschwerden dann sehen. Dadurch, dass Rafimi da so ein bisschen kaputt getreten hat, sein Herz leuchtet so ein bisschen kalt, blau durch die Brust hindurch und sieht fast steinförmig aus. Also das könnt ihr dann, wenn ihr ihn umdreht und so ein bisschen inspiziert, könnt ihr das schon sehen. Schimmert dann so durch seinen Brustkorb hindurch. Er hat einen kurzen Magierstab. Das ist so das, was er bei sich hatte. Zudem eine unheilig gelbe Robe, die mit Akan-Glyphen und Siegeln, Beschwörungsglyphen, verziert ist.